Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Folge GTA 5 Tipps und Tricks. Heute zeigen wir euch etwas, wie ihr es wahrscheinlich noch nie gesehen habt. GTA 5 unter der Karte mit einem Fallschirm. Der gute Currywurst, der mit mir natürlich heute wieder dabei ist. Hallöchen. Jawohl, hallo. Hat diesen dieses besondere Poseidon-Loch dieser gerade gefunden. Und dazu müsst ihr einfach in die Winewood Hills fliegen. Ich zeige euch natürlich die Stelle, wie immer, auf der gleichen Welle. Und zwar fliegt ihr hier hin, ja, hier auf dieses Eck hin. Und dort geht es dann gleich los. Und der Curry erklärt das gleich, der hat das schon mal gemacht. Und da könnt ihr dann unter die Karte und könnt Fallschirm springen gehen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich selber habe es noch nie gemacht, deswegen möchte ich mir das einfach mal ansehen. Und ich bedanke mich natürlich für alle, die immer ganz Zeit die Screenshots und so weiter einsenden und natürlich auch Challenges und ja. Tipps und Tricks in die Kommentare posten. Weiter so bitte. Und wenn euch diese Videos gefallen, bitte unbedingt Daumen hoch machen, damit wir wissen, dass ihr noch mehr davon sehen wollt. So, wir landen jetzt hier. So, warte, ich krieg das schön aufpassen. Ah, es geht, das geht. Zack. So, jetzt komm einfach mal mit, folgt mir einfach mal. Ich weiß, warte, wir könnten uns ja schon mal den Fallschirm anziehen. Ich hab keinen. Ach doch, jo, hab ich. Doch, auf Accessoires und dann Fallschirm. Müsste es eigentlich direkt einmachen können. Ah ja, super. So, warte, dann muss man einfach hier entlang. Dann habt warte, wir zeigen das mal ganz kurz auf der Karte, wo man hin muss, damit die Leute es nochmal sehen. Achso, ja. Also hier zu dieser Stelle müsst ihr fahren. Ja? So. Genau. Dann kommt ihr hier zu diesem... Dann ist hier so eine kleine Gasse und dann habt ihr hier diese Ecke. Hier. Wo zwei Wege sich kreuzen. Dann kann man einfach hier reinlaufen. Jetzt aufpassen, jetzt kann man hier runter. Oh! Ja, jetzt fällt man hier runter. Geh mal runter. Und dann muss man, glaube ich, hier ranlaufen. Und dann fällt man noch weiter runter. Und dann kann man den Fallschirm öffnen und dann sieht man die ganze Stadt von unten. Krass. Alter. Und dann kommt man gleich irgendwo auf der Karte wieder aus. Kommt halt drauf an, wo man hinfliegt mit dem Fallschirm. Ja, es werdet ihr gleich sehen. Dunkler, wenn man, umso tiefer man gucken, fliegt, ob ich dich sehe. Nur bei dir. Seh. Warte, ich komme mal zu dir runtergeflogen. Ah, da, ich sehe dich, ja. Das sieht echt cool aus, ey. So von unten. Auch mal was anderes. Ja, das kannte ich bisher auch noch nicht. So, umso tiefer, umso irgendwo kommt man dann raus. Ja, irgendwann kommt man gleich, dann einfach so, jetzt fällt der Fallschirm ab und dann fällt man irgendwo gleich auf einem Platz. So, da. Jetzt bin ich auf der Map. Es muss natürlich jetzt alles nachgeladen werden. Da bin ich wieder. Du bist auch wieder auf der Karte? Ja. Ja. Aber das war mal interessant, da hat man die Map mal von unten gesehen und so kann man sich schnell durch Los Santos fortbewegen um Blaine County. Interessant. Also ihr müsst dann zu dem Gebäude hinfahren, dahin fliegen. Und das ist ja direkt in der Nähe, das zeigen wir nochmal, weil es so schön war. Dann nehmen wir einfach das Auto mit. So. Zack. Einmal bitte aussteigen, wir haben eine wichtige Mission. Und krass, was es in GTA alles so für Schlupflöcher gibt und so weiter. Ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, bitte eure Vorschläge weiterhin in die Kommentare unter dem Video klatschen. Die Tipps und Tricks Videos sind unterschiedlich lang, mal kürzer, mal länger. Und wir wollen euch einfach nur die Sache kurz vorstellen, damit ihr wisst, wo das ungefähr ist. Und immer bitte Bilder posten bei uns an die Pinwände Gags und Post-Sniper auf Facebook und natürlich auch Mafuyu X oder Mafuyu LP. Einfach in die Beschreibung der Videos gucken, da findet ihr die Seiten verlinkt und da könntet ihr dann eure Bilder dran posten und Ideen in die Kommentare. Und bitte einfach ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Das freut uns immer sehr, weil wir dadurch wissen, hey, die Leute mögen die Videos, machen wir doch noch mehr davon. So. Wie man American Style bin da. So. Ich jump da jetzt nochmal rein. Also man geht hier, achso, man muss, was ist denn, wenn ich ohne Fallschirm runterspringe? Ja, dann fällst du einfach runter. Das probiere ich jetzt mal aus nochmal. So, man geht hier rein. Hüpp. Dann jumpt man nochmal, ich halte mal auf den Curry. Aber mir bist du immer noch im Auto. Ich glaube, der Server ist gerade ein bisschen... Nee, du kommst jetzt bei mir hier rein. Okay, dann sehe ich dich einfach gerade gar nicht. So, warte, ich laufe jetzt hier runter. Jetzt bist du bei mir unten. Ja. Kann ich dich eigentlich hauen hier? Da, siehst du. Aua, nee, bei mir bist du nämlich immer noch im Auto. Habe ich dich aber gehauen? Ja, du hast mich gehauen, ja. Warte mal, man muss mal. Einfach hier dann geradeaus. Ich spring jetzt einfach mal. Ui! Und dann fällt man hier, wie das aussieht. Ja! Und flatsch. Ja, das ist ein kurzes, spontanes Tipps und Tricks Video hier nochmal für
euch die Stelle, damit es nochmal wirklich sicher ist, dahin, dann hier in die Gasse reinlaufen. So, hier hin, wo ich die Haftbombe jetzt befestige, da reinmarschieren. Upsa, sorry. So, da reinmarschieren. So, hier hin. Und dann könnt ihr da unten die Map von unten sehen. Bitte Screenshots an die Pinwände posten. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr hattet mit diesem Tipps und Tricks Video nochmal einen kleinen Spaß hier in Los Santos. Es gibt noch einiges zu entdecken. Mal sehen, was wir noch so aufdecken können hier. Auf der Karte, wir haben unter anderem auch mal North Yankton besucht. Könnt ihr euch auch ansehen. Da gibt es Aliens und so weiter. Alles in der Playlist unter diesem Video zu Tipps und Tricks GTA 5 von Rockstar Games. Aua! Gibt's nicht. Tschüss! Tschüss!